Zeit von Kampfrichtern. Das ist der Bereich der Athletentechniken. Da bewegen sich die Sportler ungefähr 20 Sekunden drin, dann müssen sie die Griffe in die Griffeaufnahme gehen. Und da geht es dann weiter mit dem, was man eigentlich aus dem Judo kennt. Sie versuchen sich zu werfen, Schulterrad, und dann geht es unten in den Bodenkampf. Den zeigen wir gleich noch näher. Da arbeiten sie wieder, sie haben ihre Artemi-Phase hinter sich, versuchen sich. Und ein abgeknieter Schulterwurf von Julian, der übrigens in diesem Jahr bei der Junioren-Weltmeisterschaft für den Jiu-Jitsu-Verband antreten wird. In Hanau. Als nächstes arbeiten wir am Boden weiter. Am Boden geht es darum, den Partner festzulegen und ihn zum Abschlagen zu bringen, entweder mit einer Hebeltechnik oder ihn 15 Sekunden zu halten. Das war's. Da kriegt Markus den Nippon für. Und das heißt, wenn er in allen drei Bereichen den Nippon hat, hat er gewonnen. Jetzt macht Julian noch eine Technik am Boden. Füllt ihn zu Boden und macht jetzt ein Eindrehen. Und hat ihn da in einer Haltetechnik. Okay, jetzt geht das nächste Stück, jetzt geht das ein bisschen ab. Das war die Demonstration. Jetzt machen die natürlich ein bisschen mit gebremstem Schaum hier im Demonstrationskampf, wie das auf der Matte abgeht. Drei Kampfrichter wachen über die Beine, weil zu harte Techniken sind verboten. Wir kämpfen im Leichtkontakt. Auf geht's. Angrüßen. Oh, das war der Hip-Hop von Markus, er hat ihn umgedreht. Zack, und der Nächste. Jetzt wird ein ordentlicher Griff gesucht. Und das war die Außensichel von Julian, er hat ihn am Boden. Okay, und dann hat er festgelegt. Er versucht, sich zu befreien, hat er geschafft. Okay, auf geht's. Oben geht's weiter. Das Schreien gehört dazu. Ki-Eis nennt man das. Und das war super. Und er sitzt jetzt auch in der Haltetechnik. Okay, weiter geht's oben. Die Kampfrichter unterbrechen dann, wenn am Boden einer abgeschlagen hat oder 10 Sekunden gehalten wird. Nächstes Mal. Weiter geht's. Das war ein Nippon. War ein leichter Kontakt und da war der Konter von Markus. So, und jetzt kommen wir. Mit dem Ki-Ai betonen sie natürlich auch ihre Schläge und Tritte. Okay, und da hat er ihn wieder in einer Haltetechnik. Okay, ich sag ein ganz herzliches Dankeschön an euch beide. Das ist die Wettkampfsportart Fighting. So, als nächstes kommen Engelbert und...